Bertaccia. Hofft auf einen Ablenker, der kommt dieses Mal. Riva verletzt sich oder tut sich zumindest allerdings weh bei diesem Tor. 30. Spielminute, Wüttrich ein erstes Mal bezwungen. Elia Riva. Bertaccia, wer der den Verein verlassen wird. Riva, wer der verlängert hat, den Vertrag wird offenbar abgeschossen von Bertaccia. Ja, am Knöchel. Erfolg mit Schmerzen quasi. Konecker. Und dann die Chance Werner und das ist der Ausgleich. 1:1. Mika Henauer, vierter Saisontreffer in einem Drittel, in dem der SC Bern zu beißen hat und dennoch das Spiel jetzt hier ausgleichen kann in der 37. Minute. Konecker gelingt es nicht, dann aber Henauer, der kann nicht mehr gestört werden. Scheibe geblockt von Müller. Das wird dann zur Vorlage für Henauer. Herburger und Morini, die sich da gegenseitig behindern. Das gibt Platz hier für den SC Bern. Und das führt zum Tor. Kalle Andersson, 2:1. In der 50. Spielminute, Kalle Andersson. Nicht auf dem gleichen Winkel wie gestern, aber dafür in den Winkel. 2:1, erstmalige Führung für den SC Bern. Hier Herr Burke und Morini nehmen sich da gegenseitig aus dem Spiel. Überzahl für den SC Bern und das wird eiskalt ausgenutzt. Kauen mit dem Pass hier auf Andersson. Bahnfrei. Und hier keine Chance mehr für Niklas Schlegel, da noch was auszurichten. Wir gehen in die 60. Minute. Latalo, Fazzini. Und Tor! Was für ein Treffer von Luca Fazzini! Zwei zu zwei in der 60. Spielminute. Und hat es richtig geklärt hier. Am Gestänge des Gehäuses von Philipp Wüttrich. Powerplay-Tor erneut also mal wieder von Luca Fazzini. Ohne Torhüter. Aber die Berner waren da auch. Verständlicherweise mit zwei Mann weniger unter Dauerbeschuss. Dennoch ein klasse Tor. 7. Romain Löffel. Romain Löffel. Was für ein Gefühl hier von Löffel. Verlädt er Wüttrich mit viel Tempo und dann ganz leicht. Scheibe untergebracht. Vorteil Lugano. Und jetzt Joshua Farni, der muss jetzt treffen. Jetzt ist der Druck schon anders als noch zuvor. Wieder die Nummer 8. Scheitert allerdings an Niklas Schlegel dieses Mal. Und Lugano holt sich 2 Punkte nach diesem Penalty-Drama hier in der PostFinance Arena. 3:2 Sieg für die Test.